Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Den Maschinen geht es nicht mehr ganz gut. Und ich will auch machen, dass es ihnen gar nicht mehr gut geht. Aber das heißt, abwartend kämpfen. Schnell weg. Oh. Mal zurückziehen. Ja, die Verderber und die Kultisten zu erledigen, das ist nicht ganz einfach. Aber man ist auf guten Wege. Gib doch endlich. Yes. Eine weniger. Okay. Direkt ins Maul rein. Wow. Und wieder ein bisschen fliehen. Und wieder retour. Schätzen. Oh, nur nicht zu übermütig werden. Man hat es gleich. Nicht mehr viele Treffer, bis die Maschine aushalten wird. Oh. Yes! Man hat es geschafft. Diese Tränke wären das gewesen. Man hat es geschafft, langwierig, aber doch. So, jetzt sollte man noch alles einsammeln, bevor man mit Olin redet. Alles, was geht.
Das geht nicht. So Leute, sorry, aber das war eine eher abwartende, ruhige Episode. So, wo hat man jetzt die Maschinen erwischt? Ja, in dem drüberen Bereich dort. Hätte ich mal gesagt, jawohl, da ist einer. Platz. Dort liegt der zweite. So, und jetzt reden wir mit Odin. Und schauen, was dabei rauskommt. Versprochen. Ich sage dir alles. Das musst du wohl. Die Mörder, die bei der Erprobung waren, wer sind die? Die Eclipse, eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarja. Schattenkarja? Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Was wollen die Eclipse-Kultisten noch außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eclipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Wie kam die Eclipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Späher wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kamt ihr nicht an Avad heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Eren mir erzählten, die Eclipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Warum graben die Eclipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile, doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen.
Und ich bin mitschuldig. Die Eklipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich. Viel älter. Kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild. In den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür. Und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist, und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. So, lassen wir das noch etwas nachwirken. Betrachten wir das noch, das Hauptquest. Ja, das sind die Hauptquests, Schöpfers Ende und das Feld der Gefallenen. Hier haben wir auch noch einige Aufträge zu erfüllen und Nebenquests. Als nächstes wird man aber eher die Waffen noch aufforsten. Hier sieht man auch noch viel unentdecktes Land. Hier das Feld der Gefallenen, das in der Nähe ist. Das ist ja auch ein Quest. Sorry fürs Verdrücken. Schauen wir uns das kurz an. Die Soldaten aufspüren und Rache nehmen, das ist nicht weit. Jedoch munitionsmäßig. Feuerpfeile hat man nicht viele. Die Bomben kann man nicht herstellen, also muss man auch hier wieder Aufträge machen, herstellen was. Munition, die man hier nicht hat. Schnappmaulareal, das gefällt mir gar nicht. Da gibt es die Lohn. Mal sehen, ob ich noch was Besseres finde. Ich werde diese Folge hier jetzt aber beenden. Ich möchte euch nicht länger behelligen. Ich werde noch zum Lagerfeuer gehen, um zu speichern. Und dann war's das für heute. Ich bin euer Fanggamer. Macht's gut, bis dann, haut rein und ciao.